Also sprach Zarathustra, ein Buch für alle und keinen. Ich erzähle nunmehr die Geschichte des Zarathustra, die Grundkonzeption des Werks, der ewige Wiederkunftsgedanke, diese höchste Formel der Bejahung, die überhaupt erreicht werden kann, gehört in den August des Jahres 1881. Er ist auf ein Blatt hingeworfen mit der Unterschrift 6000 Fuß jenseits von Mensch und Zeit. Ich ging an jenem Tage am See von Silvaplana durch die Wälder, bei einem mächtigen, pyramidal aufgetürmten Block unweit Surlei machte ich Halt. Da kam mir dieser Gedanke. Rechne ich von diesem Tage ein paar Monate zurück, so finde ich als Vorzeichen eine plötzliche und im tiefsten entscheidende Veränderung meines Geschmacks, vor allem in der Musik. Man darf vielleicht den ganzen Zarathustra unter die Musik rechnen. Sicherlich war eine Wiedergeburt in der Kunst zu hören eine Vorausbedingung dazu. In einem kleinen Gebirgsbade unweit Vicenza, Recuaro, wo ich den Frühling des Jahres 1881 verbrachte, entdeckte ich zusammen mit meinem Maestro und Freunde Peter Gast, einem gleichfalls Wiedergeborenen, dass der Phönix Musik mit leichterem und leuchtenderem Gefieder, als er je gezeigt, an uns vorüberflog. Rechne ich dagegen von jenem Tag an vorwärts bis zur plötzlichen und unter den unwahrscheinlichsten Verhältnissen eintretenden Niederkunft im Frühjahr 1883, die Schlusspartie, dieselbe, aus der ich im Vorwort ein paar Sätze zitiert habe, wurden genau in der heiligen Stunde fertig gemacht, in der Richard Wagner in Venedig starb. So ergeben sich 18 Monate für die Schwangerschaft. Diese Zahl, gerade von 18 Monaten, dürfte den Gedanken nahelegen, unter Buddhisten wenigstens, dass ich im Grunde ein Elefantenweibchen bin. In die Zwischenzeit gehört die Gaia Scientia, die 100 Anzeichen der Nähe von etwas Unvergleichlichem hat. Zuletzt gibt sie den Anfang des Zarathustra selbst noch. Sie gibt im vorletzten Stück des vierten Buchs den Grundgedanken des Zarathustra. Insgleichen gehört in diese Zwischenzeit jener Hymnus auf das Leben für gemischten Chor und Orchester, dessen Partitur vor 2 Jahren bei E.W. Fritzsch in Leipzig erschienen ist. Ein vielleicht nicht unbedeutendes Symptom für den Zustand dieses Jahres, wo das ja-sagende Pathos par excellence, von mir das tragische Pathos genannt, im höchsten Grade mir innewohnte. Man wird ihn später einmal zu meinem Gedächtnis singen. Der Text, ausdrücklich bemerkt, weil ein Missverständnis darüber im Umlauf ist, ist nicht von mir. Es ist die erstaunliche Inspiration einer jungen Russin, mit der ich damals befreundet war, das Fräulein Lou von Salome. Wer den letzten Worten des Gedichts überhaupt einen Sinn zu entnehmen weiß, wird erraten, warum ich es vorzog und bewunderte. Sie haben Größe. Der Schmerz gilt nicht als Einwand gegen das Leben. Hast du kein Glück mehr übrig, mir zu geben, wohlan noch hast du deine Pein? Vielleicht hat auch meine Musik an dieser Stelle Größe. Letzte Note der Oboe Cis, nicht C, Druckfehler. Den darauf folgenden Winter lebte ich in einer anmutig stillen Bucht von Rapallo unweit Genua, die sich zwischen Chiavari und dem Vorgebirge Portofino einschneidet. Meine Gesundheit war nicht die beste, der Winter kalt und über die Maßen regnerisch. Ein kleines Albergo, unmittelbar am Meer gelegen, so dass die hohe See nachts den Schlaf unmöglich machte, bot ungefähr in allem das Gegenteil vom Wünschenswerten. Trotzdem, und beinahe zum Beweis meines Satzes, dass alles Entscheidende trotzdem entsteht, war es dieser Winter und diese Ungunst der Verhältnisse, unter denen mein Zarathustra entstand. Den Vormittag stieg ich in südlicher Richtung auf der herrlichen Straße nach Soagli hin, in die Höhe,
an Pinien vorbei und weitaus das Meer überschauend. Des Nachmittags, so oft es nur die Gesundheit erlaubte, umging ich die ganze Bucht von Santa Margherita bis hinter nach Portofino. Dieser Ort und diese Landschaft ist durch die große Liebe, welche der unvergessliche deutsche Kaiser Friedrich III. Für sie fühlte, meinem Herzen noch näher gerückt. Ich war zufällig im Herbst 1886 wieder an dieser Küste, als er zum letzten Mal diese kleine vergessene Welt von Glück besuchte. Auf diesen beiden Wegen fiel mir der ganze erste Zarathustra ein, vor allem Zarathustra selber als Typus. Richtiger, er überfiel mich.